Hinter den dunklen Mauern der Villa Albtraumpanschen, der böse Zauberrat und seine Hexentante, den furchterregend üblen Bunsch der Pünsche mutig, versuchen Katz und Rabe zu retten die Welt. Doch der ist ein Satanisch, Lügen, Jakobische. Nur zwei Freunde stoppen die Magie. Von dem Satanisch, Lügen, Jakobische. Sie riechen Flüche triefend, weltverheerend. Wünsche. Jakob, warum hörst du auf zu lesen? Da riecht irgendwas komisch. Komisch riechen? Oh ja. Ach, ich hoffe nur, dass Irrwitzer nicht wieder seinen Knoblaucheintopf kocht. Ich auch, denn ich muss das Zeug schließlich essen und seine Eintöpfe sind noch saurer als seine Zaubersprüche. Irrwitzer hat ja schon manchen Schwachsinn verzapft, aber ein Zimmer mit Knoblauch zu dekorieren ist der Gipfel. Vielleicht war die Speisekammer schon zu voll. Wenigstens steht mir kein Eintopf bevor. Ich möchte wissen, was er vorhat. Ich auch. Wir rühren uns am besten nicht von der Stelle, bis wir es wissen. Genau. Aber andererseits könnte etwas frische Luft nicht schaden. Jawohl, dieses altbewährte Hausmittel hält mir diese teuflische Made mit Sicherheit vom Hals. Es funktioniert ja bekannterweise bei Vampiren. Warum denn nicht auch bei Ungeziefer wie ihn? Du bist wieder mal nicht auf dem Laufenden. Knoblauch ist schon seit dem Mittelalter out. Glücklicherweise kann mein Madometer 2000 diese Landplage auf 2000 Meter riechen und uns rechtzeitig vor dieser teuflischen Gefahr warnen. Tatsächlich. Und wie soll diese neumodische Apparatur funktionieren? Also er macht los, und dann... Och, warum soll ich das überhaupt erklären? Er funktioniert eben. Aber ohne unser Haus mit schrecklichem Gestank zu verpesten. Da irrst du aber, Tantchen. Was ist schon dieser ganze technomonologische Schrott gegen die Weisheit der Jahrtausende? Sag lieber abergläubischer Mummenschanz. Oh, warum befreit man mich nicht endlich von diesem ignoranten Bubi-Fossil? Meine Güte, wie ich sehe, demonstriert ihr doll dreist dämlichen Dummköpfe eure nicht minder dusselige Dekorationskunst. Nun, dann will ich euch mal demonstrieren, wie man mit ultimativer Unfähigkeit umgeht. Madenalarm. Ich bin zutiefst betrübt, dass man mich mit euch elenden Erbsengehirnen betraut hat. Was ich auch versuche, um euer grandioses Gehirnvakuum aufzufüllen. Ihr 0-gar-nichts-Könner seid einfach nicht in der Lage, einen simplen Zauber auszusprechen, der lausig-lumpige 7 Stunden lang... Madenalarm. Ach, wenn ich doch bloß Zahnarzt geworden wäre. Zusehen, wie sich die Leute hilflos winden vor Schmerz. Und jetzt macht euch endlich mal ran an den Fluch. Ich komme und kontrolliere das. Das nennt man ja wohl Pech. Ich wünschte mir, dass du genauso wie Made verschwindest. Oh, warum werden meine Wünsche bloß nicht wahr? Wünsche, Tantchen. Yes, unser Zauber wird lauten. Jeder in der Stadt bekommt einen Wunsch erfüllt, den er nicht mehr widerrufen kann. Was zum Teufel ist denn an Wünschen böse? Ich wäre glücklich, wenn sich meine erfüllen würden. Tja, aber Wünsche gehen nicht immer so in Erfüllung, wie man es sich wünscht. Du erinnerst dich doch, als ich ein kleiner Junge war und mir zu Halloween 2 Mäuse gewünscht habe. Da hast du mir die 2 schwarzen Mäuse geschenkt, die mein Wie-werd-ich-Zaubererbuch aufgefressen haben. Ja, und mein erster elektrischer Wunsch, ein Lockenstab, hat mir die Haare versengt. Jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst. Alle ungenauen und unüberlegten Wünsche gehen nach hinten los und unsere Stadt wird in ein finsteres Chaos gestürzt. Ach, wie böswillig. In der Tat. Aber was daran noch viel wichtiger ist, mit einem glasklaren Wunsch können wir eine bestimmte nervige Person wegwünschen. Oh, Irrwitzerchen, ich werde dich sehr vermissen. Hey, adieu. Ich meinte doch Made. Mit dem Satan-archäolügen-jalkohöllischen Wunschpunsch wünschen wir ihn einfach weg. Und da kann überhaupt nichts schiefgehen, weil der Wunsch keinen Haken hat. Dann wünsche ich mir nur noch, dass du die Hälfte deines Pergaments findest, falls du es nicht wieder unauffindest. Wir sehen uns dann im Labor.
Die frische Luft hat uns gut getan, Jakob. Der Gestank von Irwitzers Knoblauchidee ist wie weggeblasen. Ja, ich fühle mich auch wie frisch geschlüpft. Ich mache da mal einen kleinen Spaziergang und suche nach Würmern. Das war eindeutig einer meiner allerkürzesten Spaziergänge. Ein Zauber! Und wir wissen absolut nicht, worum es geht. Wir müssen rauskriegen, was sie diesmal ausgekocht haben. Ach, warum habe ich das nicht früher gerochen? Aua, 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 aua. Sind 7 Stunden erst vorbei, hilft nichts mehr gegen unsere Zauberei. Jetzt bleibt uns genau noch eine freudige Pflicht. Mades Zeit sei vorbei bei 3. Wir wünschen uns, dass Maledictus Made uns nie wieder belästigt und nie wieder belehrt. Jetzt sind wir ihn und alle Sorgen los. Im Gegensatz zum Rest der Stadt. Ja! Ich wünschte mir, dass ich keine so stumpfen Zähne hätte. Meine Güte, ich hab das doch nicht so wahnsinnig gemeint. Wer soll das Zeug denn bloß anziehen? Oh, ich wünschte, ich hätte die neuesten Entwürfe von Karl-Heinz Schlagerfeld im Schrank und nicht diese uncoolen Klamotten. Oh! Ach, wenn wir nur wüssten, was die Zauberer wieder ausgeheckt haben. Ja, ich finde, hier wirkt alles soweit normal, sofern das bei Menschen möglich ist. Ich werde mal von oben einen Blick drauf werfen. Hallo, Maurizio. Heute kann ich leider nicht mit dir spielen. Ein Freund wartet schon auf mich. Mann, ich wünschte, ich könnte fliegen wie dein Kumpel. Oh, das ist toll! Oh nein, holt mich runter. Mir wird schwindelig. Ja, hast du das gesehen? Karls Wunsch hat sich scheinbar erfüllt. Ja, nur nicht so, wie er es wollte. Ich glaube, die Zauberer haben einen Wunschzauber verhängt. Ich wünschte, ich könnte den Rest meines Lebens in diesem Liegestuhl verbringen. Hey! Nun wissen wir, dass es ein böser Wunschzauber ist. Und es gibt nur eine Möglichkeit, diesen bösen Fluch zu stoppen. Tante Noahs Zaubersprüche-Rätselrat. Noah, falls mit unserem Wunsch doch etwas schief geht. Ich versichere dir, Tantchen, diese widerliche Made wird nie wieder einen Fuß über unsere Schwelle setzen. Was ist das? Herr Made? Sind Sie das etwa? Wirklich eine gelungene Verwandlung? Sekunde! Sehe ich etwa aus wie eine Made? Mein Name ist Professor Perseus Perfidio. Mich schickt die AGWSE. AGWSE? Abteilung für geheime Wünsche, Sehnsüchte und deren Erfüllung. Es ist unser Aufgabenbereich, die sehnlichsten Wünsche von Zauberern zu erfüllen. Ihr wünschtet, Zitat, dass Maledictus Made uns nie wieder belästigt und nie wieder belehrt. Zitat Ende. Und deswegen wurde ich stattdessen beauftragt, euch zu belehren und euch Strafpredigten zu verpassen. Belehren? Wir wollen nicht belehrt werden. Wir haben uns nur gewünscht... Ruhe! Es wird Zeit zu beginnen! Wo sind wir denn hier? Das einzige Mittel gegen eure unerschütterlich umfassende Unfähigkeit ist die Rückkehr in die Zaubererschule. Wir starten mit Lektion 1. Das ist eine Unverschämtheit. Hier bleibe ich nicht. Und ich genauso wenig. Was soll das? Also gut. Heute lernen wir etwas über Verwandlungszauber. Oh, was ist? Ey! Junge, ich wünschte, du wärst endlich etwas erwachsener. Wie sagt man doch? Kinder werden heutzutage viel zu schnell groß. Apropos schnell, ich wünsche mir... Nein! Oh. Oh.
Intuitio, nein. Du weißt nie, was aus einem Wunsch wird, wenn ein Zauber dahinter steckt. Ich wünschte mir wirklich, du wärst etwas vorsichtiger. Und so funktioniert eine für Anfänger geeignete eine Sache in eine Kröteverwandlung vom Typ A. Gut, möchte einer von euch Zauberlehrlingen die ganze Sache einmal vorführen? Was machst du denn da? Je eher wir ihm unsere Künste beweisen, desto schneller lässt er uns hier wieder raus. Na nun gut. Treten Sie von mir aus vor, junger Mann. Natürlich brauchen Sie zur Demonstration Ihrer Fähigkeiten auch noch einen Assistenten. Sie scheinen außerordentlich gut geeignet. Ich? Das passiert also, wenn Wünsche wahr werden. Wir können wirklich nur hoffen, dass sich Tante Noah in den letzten Stunden nichts gewünscht hat. Wer weiß, wie das sonst ausgeht. Das wissen wir, sobald wir im Zoo sind. Mach dich bereit, Jakob. Wir gehen rein. Oh, ich wünschte, dieser coole Vogel wäre mein Haustier. Hey, Jakob! Jakob! Da bist du ja. Oi, 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 oi. Hilfe! Keine Angst, Jakob! Deine Rettung naht! Danke, Maurizio. Hey, dazu sind Freunde doch da. Quartett des Hohen Rates ist wirklich Musik in meinen Ohren. Das macht viel mehr Spaß, als irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Musik ist Balsam für meine Seele. Ihr konntet unser Konzert wohl gar nicht erwarten. Ich bin mir ganz sicher, diesmal verwandle ich Sie in eine Kröte, Professor Perfidio. Sie haben es jetzt schon 16 Mal versucht. Lassen Sie es einfach sein. Sie sind dran, junge Dame. Und nicht vergessen, schön Kröte denken. Jawohl, Professor Perfidio. Kröte. Mal, Professor Perfidio. Aber selbstverständlich, Natascha. Also gut, ein Rätselrad gegen böse Wünsche, Zauber. Das dürfte ja nicht schwer sein. Aber ein bisschen Musik könnte bestimmt nicht schaden, um in Stimmung zu kommen. Hilf uns, Tante Noah, wir haben nur noch 2 Stunden Zeit. 2 Stunden, ja. Ah, ich hab es. Finde den, der das gemacht, und wünsch dann weg den üblen Tag. Finde den, der das gemacht, und wünsch dann weg den üblen Tag. Diesmal ist es rabenklar, Maurizio. Die, die das gemacht haben, sind eindeutig Irrwitzer und Tyrannia, denke ich mir. Klar, Jakob, das muss es sein. Wir müssen zurück zur Villa und sie finden. Hoffentlich sind sie nicht einkaufen. Du weißt, wie lange Tyrannia braucht, um einen Lippenstift auszusuchen. So ist es richtig, Kinder. Rühre böse Zaubertränke locker aus dem Handgelenk. Ich werde langsam zu alt für sowas. Irrwitzers Knoblauchschmuck war ja schon seltsam, aber hier geht was vor, das glaubst du nicht. Nun denn, das Aufsagen von Zaubersprüchen ist ein 3-stufiger Prozess. Stufe 1, Konzentration.
Um diese zu erreichen, muss der Kopf frei sein von allen Gedanken. Ganz frei und klar. Gut, wir haben sie gefunden, aber was um alles in der Welt geht hier vor? Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass unsere beiden Lieblingszauberer sich den üblen Tag gern wegwünschen würden. Und wie bringen wir sie dazu, das auch zu tun? Hm? Okay, ich habe eine Idee. Wir tricksen sie aus, aber dazu müssen wir näher ran. Die zweite Stufe. Stellt euch das Ergebnis bildlich vor und nicht nur die sichtbaren Einzelheiten, sondern auch die Geräusche, die Gerüche. Ihr müsst das Ergebnis vollkommen erleben. Dann folgt Stufe 3, das Aussprechen des Zauberspruches. Aber ihr müsst euch völlig über die Bedeutung der Worte, die ihr aussprecht, im Klaren sein. Oder die finsteren Mächte, die dunklen Kräfte, werden euch nicht dienen wollen. Und die Unterschrift? Male Dictus Made. Hoffentlich bringt dieser gefälschte Brief unsere beiden Trantütenzauberer dazu, diesen Tag wegzuwünschen. Soll ich ihn nicht lieber überbringen? Nein, nein. Wenn ich von einer Sache was verstehe, dann von Aerodynamistik. Schließlich bin ich ein Rabe. Au! Wer von euch war das? Sie also. Unfähig und aufsässig. Ich, also wenn Sie mich damit meinen, ich war's nicht. Ab in die Ecke. Aber... Sie auch. Aua, das hat sich ja wehgetan. Ah, wie ich sehe, haben wir zwei neue Schüler. Ja, Köpfchen. Mein Käterchen. So, das ist also euer Ungeziefer, hätte ich mir ja denken können. Ihr hirnrissigen Hilfsschulzauberpfeifen hättet wissen müssen, dass Haustiere in den Klassenräumen verboten sind. Wir wollten ohnehin gerade gehen. Aber vielleicht finden wir ja für diese beiden niederen Lebensformen eine interessante Verwendung. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, eure Grundkenntnisse über Verwandlung an diesen beiden würdigen, lebendigen Freiwilligen in der Praxis zu überprüfen. Ich weiß, für die meisten von euch ist es das erste Mal. Und so wird es viele, viele Fehler geben. In der Tat, es wäre fast so etwas wie ein Wunder, wenn diese beiden noch aus einem Stück bestehen würden, wenn ihr mit ihnen fertig seid. Die Übung beginnt, wenn eure Zauberstäbe blitzeblank poliert sind. Maurizio, die Chancen, aus dieser Sache heil rauszukommen, liegen zwischen 0 und 0, nix. Jakob, solange noch Zeit ist, lebt die Hoffnung. Und wie viel Zeit ist noch? 5 Minuten. Da fühle ich mich gleich viel besser. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich wünschte, es hätte diesen Tag nie gegeben. Hey, hast du gehört? Das müsste den Zauber beenden. Schon vergessen, ihr Witzer. Jeder hat nur einen Wunsch und ihr zwei habt euren Wunsch gehabt. So bleibt ihr beide bei mir sitzen und zwar für immer. Es wäre auch zu einfach gewesen. Ich muss diesen Rätselrat irgendwie falsch verstanden haben. Wir haben die, die das alles gemacht haben. Aber sie können den Tag nicht wegwünschen. Also, seid ihr alle bereit? Wir beginnen mit der Kreatur, die am gesündesten aussieht. Damian, dir wird als erstem die Ehre zuteil. Okay, Töcken, nein! Oh, ich wünschte, sie würden mir das nicht antun. Wenn ich es mir recht überlege, beginnen wir doch lieber mit seinem gefiederten Freund. Nein, 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 mein Jakob Vögelein! Dein Wunsch hat funktioniert. Also wir selbst können den Zauber wegwünschen und stoppen. Zeig uns, was du kannst. Ich wünsche... Mein armer Jakob. Gut, ich gebe dir dafür eine 2-. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob du dich steigern kannst zur 1. Ich wünschte, dieser Tag hätte noch nicht begonnen. Jakob, dein Wunsch hat nicht funktioniert. Konzentrier dich. Oder vielleicht doch. Never was near to himself. Has every failed to deliver? Du nimmst nichts. Sag auf, ja, noch einmal.
Es grillt. Ah, toll, denn der offene ist da. Sei bitte Schnüffchen. Guten Morgen, Maurizio. Guten Morgen, Jakob. Du wirst nicht glauben, was ich eben für einen Traum hatte. Es fing alles mit Irrwitze an. Er hing Massen von Knoblauch auf. Und dann verhängten unsere Herrchen einen bösen Punschwunschzauber. Und dann mussten sie noch... In den Zaubererkindergarten. Seltsam, ich hatte denselben Traum über Wünsche. Hey, vielleicht war es ja gar kein Traum. Ach, komm schon, Maurizio, was sonst soll es gewesen sein? Ich brauche nur eine Stunde, um den Knoblauch aufzuhängen. Du vergeudest nur deine Zeit, Bubi. Knoblauch hält Made nicht von uns fern. Zum Glück ist mein Madometer fast so gut wie einsatzbereit. Oh nein! Diesmal greifen wir ein! Kehre mit Glück!